Nee, wir machen das hier ganz seriös. Was wollt ihr jetzt eigentlich sagen? Ach so. Hi, ich bin Jette. Ich studiere inzwischen im Master Mathematik hier an der TU Dresden und bin Sprecherin des Fachschaftsrats Mathematik. In dem folgenden Video wollen wir euch kurz vorstellen, was wir als Fachschaftsrat so machen und wie ihr mit unserer Hilfe das Leben hier im Villasbau gestehen könnt. Hi, ich bin Max und ich studiere auch im Master in Mathematik. Wenn du Rat bei der Organisation deines Studiums brauchst und mal zwischen den Zeilen der Ablaufpläne und Modulbeschreibungen lesen möchtest, dann kannst du gerne zu uns kommen und du kannst dich auch genauso gut von unseren persönlichen Erfahrungen mit unserem Studium inspirieren lassen. Auch wenn du mal über die Landesgrenze hinausschauen möchtest, können wir dir helfen. Denn viele von uns haben bereits ihr Erasmus-Semester gemacht und teilen gerne ihre Erfahrungen auch mit dir. Hallo, ich bin Paula, studiere jetzt im vierten Semester Mathe-Bachelor und bin auch genauso lange schon im ÜFSR aktiv. Abgesehen davon, dass man dort die Chance bekommt, sich selbst mit einzubringen und Sachen mitzugestalten, hat es mir persönlich auch sehr weitergeholfen, einen guten Einstieg in das Studium zu finden. Dadurch, dass man halt einerseits viel schneller die Abläufe kennenlernt, aber vor allem auch dadurch, dass man den Kontakt zu anderen Studierenden höherer Semester viel schneller knüpfen kann und mit dem FSR-Büro immer einen Ort hat, an dem man Leuten nach Hausaufgaben fragen kann oder ob sie einem doch nochmal die eine oder andere Sache erklären können. Außerdem bekommt man dieses coole T-Shirt. Hallo, ich bin Benjamin. Ich kümmere mich hier beim FSR um die Klausuren- und Skriptesammlung, damit, wenn ihr mal mit eurem Skript nicht klarkommt und oder wenn ihr mal eine Probeklausur rechnen wollt, vor einer Prüfung, ihr da auch möglichst gut versorgt seid. Nebenbei kümmere ich mich noch darum, dass der FSR oder andere, die vielleicht Interesse haben, möglichst gut mit Softdrinks, zum Beispiel Mate oder Cola, versorgt sind. Hi, ich bin Niklas und engagiere mich im FSR Mathematik. Insbesondere bin ich in der Hochschulpolitik tätig und wir versuchen, die Studienbedingungen für alle Studierenden zu verbessern, sodass das Studium für alle einfach angenehmer wird. Dabei sind wir im Institutsrat tätig, über die Studienkommission bis hin zum Studierendenrat, das Entscheidungen für alle Studierenden an der Uni Relevanz hat. Hi, ich bin Janus. Ich bin inzwischen schon Mathe-Masterstudent und habe zum ersten Mal Kontakt zum FSR auf der damaligen ESE gehabt, auf der ich auch zum ersten Mal auf meine zukünftigen Kommilitonen gestoßen bin. Wir haben damals zusammen Veranstaltungen mitgemacht, wie zum Beispiel die Campus Rallye oder die Kneipentour und auch eine Wanderung durch die Sächsische Schweiz. Aber der FSR bietet natürlich auch Veranstaltungen für alle anderen Semester in der Mathefakultät an. So gibt es zum Beispiel immer wieder Spieleabende, Skattturniere. Wir hatten auch schon Fußballturniere organisiert. Auf der Villerswiese, das ist direkt vor unserer Fakultät, eine schöne große Wiese, haben wir abends öfter mal Grillabende zusammen gemacht, auf der man sich gemütlich auf ein Bierchen treffen konnte. Wir haben Bälle organisiert, wie zum Beispiel den Winterball oder die alljährliche Weihnachtsfeier. Ja, und insgesamt lohnt es sich auf jeden Fall, auf jede dieser Veranstaltungen mal hinzukommen, weil man dort sehr nette Menschen trifft, ist alles sehr offen, man kann super einfach Freunde kennenlernen. Die erste schwierige Aufgabe in deinem Studium wird es sein, zur ESE-Woche diese ominöse Sonnenuhr hier vor dem Villasbau zu finden. Viel Erfolg dabei! Eine wichtige Aufgabe des Fachschaftsrats ist auch die Kommunikation zwischen Lernenden und Studierenden. Gerade das Corona-Semester stellt für alle eine große Herausforderung dar. Die Online-Lehre ist für alle etwas Neues und wir als Fachschaftsrat versuchen sowohl für die Studierenden als auch für die Lernenden die besten Wege zu finden. Aber neben der Online-Lehre durch Corona ist natürlich auch im normalen Lehrbetrieb immer mal wieder etwas nicht so perfekt. Auch da versuchen wir, euch als Studierenden oder eben auch den Lernenden als Sprachrohr zur Verfügung zu stehen und allen die beste Möglichkeit darzubieten. Ja, wenn ihr noch Fragen zu uns habt, dann könnt ihr uns entweder schreiben oder, wenn es irgendwann mal wieder möglich sein sollte, auch gern zu uns ins Büro kommen. Dabei müsst ihr euch merken, Mathematiker sind Kellerkinder, deswegen findet ihr uns auch im Keller des Villasbaus.